Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Pikmin 3 am Tag 7. In der letzten Folge haben wir die Brücke, glaube ich, fertiggestellt und endlich Sachen gemacht. Auf jeden Fall war die Brücke fertiggestellt und jetzt wollten wir gelbe Pikmin farmen. Zum Glück geht es ihnen gut, Bridgely. Ja, dank der gelben Pikmin. Ohne sie wäre es mir wohl schlecht ergangen. Ohne die Pikmin hätten wir uns schon das erste Mal nicht gefunden. Das stimmt. Wir sollten den Pikmin dankbar sein und sie nicht gleich essen. Vielleicht später. Ich habe das Gespräch nicht. Ist auch egal. Will niemand wissen, oder? Will niemand wissen, Mama. Gut. Eisöde der Verwirrung. Sieht kalt aus. Mir wird schon wieder kalt. Jetzt habe ich meinen Pulli extra ausgezogen. Aber gut. Pflücken! Die sind alle geblümt. Das ist wunderschön. Und hier ist noch eine Kirsche. Genau. Sieht man die überhaupt? Die ist irgendwo da oben, glaube ich. Ich glaube, die sieht man nicht, aber ich sehe die auf der Karte. So. Holen wir uns mal unsere geliebten Gelbos Picos Minsos. Ich glaube, das ist die Kirsche. Da oben ist die Kirsche drauf. Brauche ich dafür die gelben? Oder wieder andere. Oh, da unten ist jemand, der sterben will. Komm her, mehr. Ah, shit, den habe ich jetzt verkackt. Ich rutsch irgendwie. Das bewegt sich leicht und das ärgert mich. Du nimmst den. Du nimmst den. Laufen hier jetzt überall so Blitzdinger rum, seit ich die gelben habe. Das fände ich nicht mal so schlecht. Grab das mal kurz aus. Weil die kann ich einfach verprügeln. Die können meinen gelben Pikmin nichts. Und ich kann die dann essen, weil ich ein ziemliches krasses Arschloch bin. Buddel mal mit. Macht ihr nicht. Es konnten nur so viele buddeln. Okay. Pass mal auf. Weil wegen einer so einer Marke, das ist wieder Arbeit für Dumme. Vielleicht kriegen wir heute nur die Kirschen, aber wichtig ist mir, dass wir Picos Minos sammeln. Und die nicht gleich pflücken, weil wir werden hier wahrscheinlich noch einen Tag sein. Ach, jetzt komme ich gerade zu spät oder was. Okay. Pass mal auf. Wow! Dum, 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 dum. Oh, da ist noch ein Blümchen, aber hier ist auch der Freund. Komm mal zurück, ich will nicht, dass er euch ins Wasser wirft. Genauso machen wir das jetzt. Das ist blöd gelaufen für dich, will ich mal sagen. Hab da jetzt 9 hingeworfen. Die müssen doch gerade mal so reichen. Boop. So. Hier oben noch was. Ich bin mir nicht sicher. Ich kann mich eigentlich mit der Karte umgucken. Hier könnte ich eigentlich mit. Hier brauche ich noch mal einen Captain. Da brauche ich schon. Also einen Anführer. Da komme ich überall noch nicht wirklich hin. Beziehungsweise kann ich da. Doch, doch, doch. Da komme ich hin. Über die Brücke. Ja, da komme ich hin, warte. Wir lassen ihn jetzt mal ganz kurz dahin laufen. Der nimmt sogar den Tunnel. Wobei. Halt, nein, warte. Genau, jetzt haben wir die Kirsche. Und ich glaube, ich nehme noch ein paar rote mit. Wobei, ist das eine schlaue Idee? Ich glaube, ich brauche die nicht. Kann jetzt aber auch natürlich komplett falsch liegen und Scheiße bauen. Weiß man nicht. Komm mal alle her. Auch ihr mit den Blättern. Nicht, dass ihr irgendwo runter springt und ich dann sauer sein muss. Die Frage ist jetzt nur, funktioniert das so, wie ich das will? Pass mal auf, um euch nicht direkt in Gefahr zu begeben.
werfe ich euch mal alle darüber. Jetzt hacke ich den Käfer kaputt. Aber davor schicke ich dich zurück auf die Brücke. Nicht, dass du mir wieder die Pikmin pflückst. Das gefällt mir nämlich gar nicht. Jetzt hacke ich Käfer kaputt. Vor denen kann ich mich theoretisch im Gras verstecken. Ist genau andersrum zu Pokémon. Alter. Ich hasse das, die bewegen sich. Und den runter. Das ist auch nicht wahr. Wenigstens machen die meine Pikmin nicht kaputt, ey. Ey, nicht ich! Nicht cool. Boah, die sind schon ein bisschen nervig. Angriff! Einer ist down. Prügel ihn tot! Schnell, bevor er euch abschüttelt! Sehr gut. Ach nee, nicht blauer Bildschirm. Ich dachte, das habe ich behoben mittlerweile. Habe ich wieder 25? Gut. Hier oben kann ich nichts weitermachen. Das ist die falsche Stelle. Ich dachte, mit den Blättern kann man was machen. Naja. Lass ich mal 5. So, bitte alle ran. Keiner geht verloren. Bitte, danke. Dann schicke ich dich jetzt auch dahin. Und was kann ich eigentlich machen? Wo muss ich eigentlich hin? Muss mal ganz kurz gucken. Hier ist noch was. Stimmt, da habe ich die schwarzen Pikmin gebraucht, die Felspikmin. Dann mache ich das doch mal kurz. Ich nehme einfach mal 20 mit, das muss reichen. So, 20. Brauche ich hier noch irgendwas? Ich sehe halt einen Scheiß, ey. Das sind aber viele Blümchen. Da könnte ich gleich mit den gelben auch hin. Tschüss. So, lass mir die mal kurz fertig tragen. Guck mal, da wachsen den ersten schon Blüten. Das ist doch schön. Die haben wir jetzt natürlich alle sinnlos im Feld. Aber morgen haben wir dafür viele gelbe Blütenpigmente. Und das ist was Gutes. Dann ist auch noch eine dicke Blume. Aber die interessiert mich jetzt gerade echt wenig. Wir haben diese Höhle freigeschalten. Ich mal ganz kurz. Ne, so geht das nicht. Aber ich muss mich umgucken. Hier geht's in der Höhle, wo wir noch nicht waren. Hier ist wieder irgendwas anderes. Hier sind noch Kristalle. Okay. Das ist der Startplatz von dem einen. Da sieht man, glaube ich, sogar seinen Abdruck im Schnee. Süß. Über die Brücke hier hin. Ja, stimmt. Hier müssen wir am Ende irgendwie hinkommen. Also müssen wir gucken, wie wir diese Kristalle wegbomben. Da müssen wir anscheinend hierher kommen. Da gucke ich mich also um, wenn es soweit ist. Ja, mach mal auf. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte so. Weil die Pikmin sammeln jetzt noch ein paar Blüten. Dann habe ich für heute auf jeden Fall genug gelbe Pikmin gesammelt. Und da oben geht es auch irgendwo lang, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Oh, du bist jetzt gerade. Noch eine.
Ich weiß nicht, wie viele ich habe. Warte, die holen jetzt die Frucht. Das ist doch schon mal ganz was Feines. Du kannst zurückgehen. Und den hole ich noch die große Blume. Das war doof. Ah, ist doch Kott. Jetzt komm. Fucking. Jetzt aber. Yay. Und alle ran. Ja, yeah, kann soll ran. Und hier hängt noch ein Schwarzer hinterher. Gut, gut. Aber da ist echt irgendwie ein Ausgang. Ach shit. Pass auf, ich schick dich jetzt nochmal heim. Formier mich neu, hol von allen Pikmin ein paar mit und geh da hoch. Weil ich weiß, wie man da hochkommt. Ich war bloß davor ein bisschen zu dämlich. Ich schicke jetzt erstmal die alle heim. Und dann formiere ich mich neu. Weil ich muss ja erstmal gucken, wie viel ich mitnehmen kann. Weil die Gelben sollen ja hier wachsen. Deswegen zu viele werde ich gar nicht mitbringen können. Die kommen auch schon. Ja, ja, ihr seid mir welche. Ja, ja. Ich kann wahrscheinlich nicht mal... Ja, kommt drauf an. Ich weiß nicht. Mal schauen, mal schauen. Wir werden jetzt im Feld... Ich weiß nicht, wie viele wir jetzt gleich haben. Ich hab keine Ahnung. Werden wir sehen. Wir schicken die erstmal ganz kurz zurück. Um eine Übersicht zu haben. Und wir sehen... Haben wir jetzt allein 43 Pikmin hier? Na gut, wir haben jetzt mehr Gelbe als andere. Farmen erfolgreich, will ich sagen. Nehmen wir mal 15 von allen mit. Dann kann jeder so ein bisschen Arbeit erledigen, falls wir denn müssen. Aus der Zwiebel werden auch immer erst die Blüten gezogen. Und wenn keine Blüten mehr da sind, kommen halt die Blattpigmen. Und weil wir nur so wenig gelbe Pigmen haben, haben wir nur so wenig. Ja, das gibt's Sinn. Den restlichen Tag gucken wir jetzt also hier noch entlang und morgen gucken wir mal nach dem guten Charlie. Wenn er so heißt, habe ich vergessen. Vielleicht wird der Tag nur eine Folge, ich weiß nicht. Das gefühlt jetzt kürzer als sonst. Ja, ihr dürft die Pilze kaputt machen, ist mir egal. Bio, 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 bio. Ich mag das Geräusch, wenn man die Felspigmen wirft. Von an welche dabei? Ja, gut. Dann komme ich hier irgendwo raus. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir absolut nicht. Warte, ich glaube, das ist ein Bossgebiet. Ja, da müssen wir viel später hin mit blauen Pikmin und sogar noch anderen. Ich bin weg! LOL! Mm-mm. Nee, 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 nee. Gut, ich weiß jetzt, was abgeht. Ich weiß aber jetzt nicht, ob der Blitzschaden oder so drückt. Pass mal ganz kurz auf. Ich observiere jetzt noch den Boss mit Brittany. Das sind mir echt einfach ein paar verreckt. Zwei gelbe Pikmin. Ist gut, solange das nur komische Blattpikmin waren. Stört mich das doch fast kaum. Was ist eigentlich das hier? Da könnte ich mich auch irgendwann mal noch umgucken. Aber da habe ich jetzt im Moment nicht den Nerv zu. Ich werde mir jetzt erstmal den Boss angucken. Wenn der Blitzschaden macht, dann weiß ich das. Dann muss ich den mit gelben Pigment machen. Sonst kann ich ja auch locker nur mit roten kämpfen. Das Problem ist nur, das ist der Boss, der ins Wasser geht. Okay, den kann ich noch nicht machen. Der würde meine Pigment umbringen. Einfach indem er sie ins Wasser schmeißt.
Und das ist nicht gut. So, wir gucken uns so lange hier schon mal um. Und wie wir sehen, kommen wir in mehr Wassergebiet. Naja, ein bisschen die Karte aufdecken. Tut doch immer gut. Leute, wir sind jetzt hier. Interessant. Ich will auch mal ganz kurz hierhin. Einfach noch ein bisschen die Karte am Ende des Tages aufdecken. Ich glaube, das ist gut. Euch schicke ich zurück, um einfach gar kein Risiko einzugehen. Geht das nicht irgendwie? Ja, genau, so kann ich das so machen. Muss ich mir merken. Habe ich vergessen. Und jetzt gucke ich schon mal in die Höhle, um gleich zu wissen, welche Art von Pigment ich mitnehmen muss. Zur Not kann ich mit Brittany jetzt nicht weiter die Karte aufdecken. Aber wichtig ist ja, dass wir Charlie finden. Das ist ja jetzt erstmal unser Hauptanliegen. Ne? Ich brauche auf jeden Fall rote. Auf jeden Fall. Und gelbe. Rote und gelbe brauche ich safe. Und dann... Okay, ich brauche alle. Aber so weit ist das gar nicht. Da sind wir morgen relativ schnell. Hier könnte ich mir sogar gelbe machen, aber das interessiert mich nicht. Ja, ja, die Blumen ändern Pigment, die Farbe um. Das Blöde ist nur, die machen dann auch Blütenpigment, glaube ich, wieder zu Blattpigment. Ich bin mir da unsicher. Aber ich glaube, so war das. So, mit dir gucke ich mich jetzt hier noch ein bisschen um, die Karte aufdecken. Da brauche ich einen extra Captain für. Hier ist schon wieder Wasser. Okay, hier müssen wir auf jeden Fall nochmal relativ viel machen, wenn wir die guten haben. Und damit meine ich blaue Pigment. Okay, alles klar. Du kannst auch heimlaufen. Okay, war doch trotzdem ein lukrativer Tag. Wir haben sogar ein paar Früchte geholt. Sehr viele gelbe Pigment gemacht. Das ist jetzt unsere größte Pigment-Rasse, tatsächlich. Hui! Da sind sogar die ersten Blüten schon gewachsen. Die brauchen echt einen ganzen Tag. Also, die kann ich nicht mal irgendwann mittendrin rausziehen. Ba-ba-ba. Ba-ba-ba. War gut, war gut. War eine Folge. Ist eine längere Folge zugegeben, aber Leute mögen Pigment. Gell, Cole? Du magst Pigment. Sag ja. Kannst auch schreiben. Wenn du schreiben kannst. Ich weiß ja nicht. Weiß ich ja nicht. Ach ja, die roten Punkte Käfer. Ich glaube, die halten auch ganz arg doll viel mehr aus. Nicht cool. Hui, ich flieg Rakete. Ach ja, jetzt habe ich ja wieder Früchte gesammelt. Wir haben etwas Neues entdeckt. Ja, das wird sicher geil schmecken. Ich sah da ein bisschen komisch aus. Die sieht noch ein bisschen komisch aus, aber hey, ich muss es nicht essen. Verkleidete Delikatesse. Das ist korrekt. Das ist korrekt. Wie viel bringt denn das? So eine halbe Kiwi. Eine halbe Kiwi bringt schon Ganzes. Das ist sehr gut, ist das sehr gut. Boah. Dann haben wir jetzt noch ein halbes. Was? Es gibt also welche, die drei Viertel bringen. Das wusste ich nicht mehr. Das wusste ich nicht mehr. Ich dachte, es gibt nur ganz, halb, eineinhalb und zwei. Das sind wahrscheinlich Bossrichter meistens. Das muss reichen. Ja, okay, den einen Boss schaffe ich auf keinen Fall. Ohne blaue Pigment. Und dann ist gut. Da, guck, gelbe sind weit oben. Schwarze sehen wir nicht, weil die genauso viel haben wie die roten. Sehr gut, sehr gut. Jetzt kommt noch der Endmonolog. Logbucheintrag. Captain, ich frage mich, wo sie wohl gerade sind. Und was sie gerade tun. Jetzt erst wird mir bewusst, welches Privileg es war, einen Captain wie sie zu haben. Wir werden die Erinnerung an sie und ihre Taten, immer im Gedächtnis behalten. Ach, Captain Charlie. Was schreibe ich da eigentlich?
Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, falls euch diese Folge gefallen hat, dann noch bitte 50 bewerten. Kommentieren, abonnieren und wir sehen uns beim nächsten Tag. Terminus raus. Und tschüss.